Der Sheriff ist bei uns. Uli Tafferzhofer nach der Spieltagspressekonferenz vor dem Auswärtsgeisterspiel, muss man leider sagen, bei Arminia Bielefeld. Zuschauer wird es ja nicht geben am Freitagabend. Uli, trotzdem haben wir wieder die Instagram-User gefragt. Wir holen ja unsere Fans immer gerne mit ins Boot. Was wollt ihr von Uli Tafferzhofer wissen? Und die erste Frage kommt von Marcel Lüske. Er fragt, was ist dein bayerisches Lieblingsessen? Das ist auf jeden Fall Dampfnudeln mit Vanillesoße. Ist eher der Süße? Ja, ein Wiener Schnitzel ist schon auch immer ganz gut, aber das habe ich als Kind auf jeden Fall sehr, sehr gerne gegessen. Fein. Zweite Frage kommt von Bocky81 und er fragt, was stimmt dich positiv, dass der VfL die Klasse hält in der zweiten Liga? Ja, ich sehe einfach die Jungs, wie sie hart arbeiten in der Kabine und ich weiß, was wir alles oder alle zusammen drauf haben. Ich kenne das Trainerteam und deswegen glaube ich, dass wir auf jeden Fall die Liga halten. Cviel_1 fragt, wenn du ein Spiel in deiner Karriere noch einmal spielen dürftest, welches wäre das? Danke Malle Carsten für die Frage auf jeden Fall. Es wäre vielleicht das Rückspiel Deutsche Meisterschaft A-Jugend-Halbfinale zu Hause im Grünwalder Stadion mit 60 gegen Kaiserslautern. Verloren seinerzeit? 2-0 verloren, ins Spiel 1-0 gewonnen, hat dann leider nicht gereicht zum Finaleinzug. Okay, dann kommen wir zur vierten Frage. Die kommt von Mo und Mo.rec. Also Morek. Morek fragt, was hältst du von der Entscheidung, dass das Derby in Bielefeld ohne Zuschauer stattfindet? Ja, ich glaube, ich brauche niemandem erzählen, dass jeder Spieler oder auch die Fans gern dabei sein wollen würden. Jeder Spieler will vor ausverkauftem Haus spielen. So ein Derby ist dann doppelt schade. Aber wir müssen es einfach so hinnehmen. Das ist leider so. Fünfte Frage kommt von Johann Kuckmeier und Johann fragt, was bedeutet die Bremer Brücke für dich? Ich kann mich erinnern, wir hatten ein Fanfest vor der letzten Saison und wir haben in der Westkurve gesessen und die Saison ist noch nicht angefangen, aber Uli fing schon an zu schwärmen. Was bedeutet die Bremer Brücke für dich? Ja, also es ist mittlerweile auf jeden Fall ein Stück Wohnzimmer geworden. Ich glaube, zu dir habe ich damals gesagt, es ist einfach so dieses englischste Stadion in Deutschland. Und hat einfach einen ganz besonderen Flair. Wunderbar. Sechste Frage und damit vorletzte Frage kommt von M.M.Areike. Ich denke, die gute Frau heißt einfach Mareike. Und Mareike fragt, bereitest du dich auf ein Derby anders vor als sonst? Auf jeden Fall nicht. Also wir haben, glaube ich, ganz normale Trainingswoche und bereiten uns aufs Spiel ganz normal vor, sportlich und ich privat auch. Also das ein oder andere Ritual wird einfach ganz normal durchgezogen, wie immer auch. So schaut's aus. Letzte Frage kommt von Tigginator. Und wer nicht weiß, wer der Tigginator ist, das ist der liebe Steffen Tigges, der mittlerweile bei der U23 von Borussia Dortmund gegen den Ball tritt. Und der Steffen fragt, wer ist der bessere Schafkopfspieler? Sese oder meine Wenigkeit? Also sprich Sebastian Klaas oder der gute Steffen Tigges? Da muss ich auf jeden Fall Sese antworten, weil Tigi hat sich schon sehr, sehr lange nicht mehr blicken lassen bei uns in der Schafkopfrunde. Also hiermit nochmals, du bist herzlich willkommen in der Neumarktmühle immer mit uns Schafkopfen zu spielen. Tigi, das geht raus an dich. Uli, vielen Dank für die Beantwortung der 7 Fragen. Wir sehen uns dann am Freitagabend, zwar leider ohne Fans, trotzdem zu einem hoffentlich spannenden Derby auf der Alm bei Arminia Bielefeld. Und da wollen wir wieder erfolgreich sein. Danke für deine Zeit, Uli. Sehr gern. Danke.